Das Thema der heutigen Ausgabe von Warum Wein ist etwas, das Fernsehfachleute und Quotenstatistiker als Abschalt- oder Umschaltimpuls definieren. Terroir. Weil Terroir ist erstens ein nicht allzu geläufiges Fremdwort, zweitens der in der Weinwelt in den letzten Jahren wahrscheinlich am meisten be- und damit am stärksten abgenutzte Begriff und somit drittens Weinsprache. Weinsprache wird ja von den meisten Menschen ähnlich intensiv verabscheut wie Schlagermusik von Hip-Hop-Fans und umgekehrt. Und viele Menschen, die eigentlich große Freude aus der Annäherung ans Thema Wein ziehen könnten, weigern sich deshalb kategorisch, da auch nur in die Nähe davon zu kommen. Sollten Sie, werte Zuseherin, lieber Zuseher, dieser Gruppe angehören, so möchte ich Ihnen zurufen, Terroir ist als Wort jetzt auch nicht so viel anders wie Trottoir, Chaiselon, Plafond, also eigentlich praktisch deutsch. Außerdem bedeutet Terroir auch nicht viel was anderes wie den Platz, von dem ein Wein kommt. Also in semantischem Sinne wäre sogar der Tetrapack-Aufdruck Wein aus der Europäischen Union eine Art Terroir-Angabe, weil es doch den größeren Teil der globalen Landmasse ausschließt. Tatsächlich aber ist Wein aus der Europäischen Union quasi das Gegenteil von Terroir. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, zu was brauche ich von meinem Wein einen ausgefüllten Meldezettel? Was habe ich da davon? Gute Frage. Und die Antwort darauf oder die Antworten darauf erfahren Sie, wenn Sie weiterhin tapfer dem Aus- bzw. Umschaltimpuls widerstehen, gleich hier. Wie kommt die Handschrift in den Wein? Es fängt im Weingarten an, wo man die, oder bevor ich einen Weingarten anlege, einmal, da muss man schauen, welche Sorten, auf welcher Unterlage, auf welchem Boden, was könnte passen. Der Schlüssel und vielleicht auch Marketing-Erfolgsvokabeln der letzten Jahre war Terroir, Regionalität. Was bedeutet das für dich? Also erstens einmal versuche ich, die Worte wie Terroir und Mineralität in meiner Auseinandersetzung oder im Gespräch zu vermeiden, weil es zwischenzeitlich eines der meist missbrauchten Worte oder Vokabeln in der Weinwelt darstellen. Jeder spricht von Mineralität und jeder spricht von Terroir und so wenig oft findet man das im Wein wieder. Stichwort Terroir. Vor einigen Jahren war das sehr große Mode, vom Terroir zu sprechen, von Terroir-Weinen. Ja. Und ich habe mir immer so ein bisschen gedacht dabei, sehr gut und schön, aber das Terroir selbst produziert keinen Wein, also nicht einmal Trauben. Es braucht schon den Menschen, der eine Rebe pflanzt, der die Rebe pflegt, die Trauben abschneidet und daraus einen Wein macht. Insofern ist das, der Boden natürlich eine, und die klimatischen Umstände sind natürlich wichtig, sind prägende Einflüsse. Aber wichtig ist, was macht der entsprechende Winzer daraus? Ja? Wie geht der um damit und wie bringt der das dann in die Flasche bzw. ins Glas? Wenn wir uns darauf einigen, man kann das tatsächlich schmecken, ob das Kalk ist, ob das Schiefer ist, ob das eher ein lössiger Boden ist. Was tut die Pflanze? Welche Stoffe löst sie da raus und wie kommen die dann eben so in die Frucht, dass ich das dann im Glas offenbar immer noch zuordnen kann? Das ist die Frage, die sich die Wissenschaft seit ungefähr 20 Jahren stellt. Seitdem gibt es wissenschaftliche Terroir-Forschung. Es ist auf jeden Fall ein indirekter Effekt. Und je nachdem, wie ich den Boden in der Struktur sehe, pH-Wert ist ein wichtiger Faktor, Porosität, Wasserhaushalt ist ein wichtiger Faktor, wie ich die Wurzel als solche stimuliere in der Aufnahme von Nährstoffen oder auch eben nicht und welche Nährstoffe vorhanden sind, mache ich natürlich
unterschiedliche metabolomische Prozesse mehr oder weniger aktiv. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, man kann sozusagen diese Aromastoffe noch immer nicht zuordnen, isolieren, deuten. Es gibt hier nicht einen Supercomputer, der dann James Bond-artig, wenn ich einen Tropferl drauf tue, sagt 1959 Lafitte oder 1986 Singeredel. Den konkreten Terroir-Marker gibt es meines Wissens nach bis heute nicht. Also wir kosten einen Blaufränkisch Ried Sapperi. Und so dieses leise Stinkerl, das ist der Schiefer. Das ist für mich der Schiefer, ganz typisch, also nicht mein. Ist das ein Künstlername, so wie David Bowie, und in Wirklichkeit hast du Uwe Meyer. Ja. Dieses Gebiet ist sehr stark geprägt von Muschelkalk-Verwitterungsgestein. Natürlich durch die ganzen Bergkuppen und so kann sie sehr schnell mal abwechseln. Es ist auch, dass es die Senke unten vielleicht mehr dickere Böden sind und auf der Kuppenbahn hast du nachher die leichteren Böden. Für mich einer der feinsten Böden ist Muschelkalk, weil das sowohl für Sauvignon und Chardonnay sehr filigrane, tiefe Weine machen kann. Auf der anderen Seite gibt es, wie im Sausol, den Schieferboden bei den höchsten Lagen, der natürlich, man kennt es oft von den deutschen Rieslingen, einfach so eine Salzigkeit reinbringen. Und der Schiefer hat halt grundsätzlich einen, sage ich mal, sehr, sehr niedrigen pH-Wert. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, die Weine haben von Haus aus mehr Säure. Das macht den Eisenberger eigentlich in Wirklichkeit aus. Dieses doch sehr, sehr blaue, fast kühle, fein würzige mineralische Art eben. Wir können das schon immer predigen, was ist Muschelkalk und wir machen Lagen und. Aber wenn es zum Schluss gar keiner schmeckt, dann wird es irgendwann schwierig. Also es sollte nachher schon, ja, das ist eben unsere Aufgabe, wenn ich sage, ich mache Lagenweine, dann sollte es, Herkunft muss schmeckbar sein und nicht nur für 1% der Bevölkerung. Also hast du doch zum Beispiel in dem Wein diese, muss ich sagen, ein bisschen eben kreidige Cremigkeit, das ist der Kalk. Genau, ja. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Das wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen das Filetstück von den Lagen. Da steht relativ viel Wald drauf. Warum? Ja, leider ist es so, dass durch die Steile im Gelände das Ganze ein bisschen schwieriger zum Bearbeiten ist. Und dann noch dazu kommt, dass wahnsinnig viele kleine Parzellen sind, also viele Besitzer auf diesen Stücken. Also da hat es dann irgendwann einmal angefangen, dass die Leute aufgehört haben, weil es ihnen einfach zu übern ist und weil sie keine Möglichkeit gehabt haben, ihre Weine zu vermarkten. Und die Situation heute ist es so, dass der Grundstückspreis halt ziemlich am Boden ist. Und wenn jetzt jemand da 1000 Quadratmeter hat, warum soll er die 1000 Quadratmeter verkaufen für 2-3 Euro? Nicht? Also das sind alles ungehobene Schätze da. Absolut, ja. Absolut. Aber jetzt haben wir doch alle gelernt, der Markt regelt sowas. Eisenberg ist ein bisschen bekannter geworden. Das müsste doch normalerweise, es steigt die Nachfrage, haben wir gelernt. Und dann der Markt regelt das und irgendwann ist es da so teuer wie das Burgund. Aber das ist noch nicht absehbar. Naja, schön wäre es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Bezeichnung Eisenberg nicht nur für den Eisenberg. Die DRC-Verwendung, richtig, sondern für das gesamte Südburgenland. Ne? Was ich persönlich, der hier am Eisenberg vor 20 Jahren wirklich angefangen hat, diese steilen Lagen zu rekultivieren, besonders traurig finde, weil jetzt kann man quasi für jeden fast Ruhmacker, wenn man das so sagen kann, bis ins tiefste Südburgenland runter, wenn man einen Blaufränkischen hat, den, wenn man Vereinsmitglied ist in der Eisenberg DRC, als Blaufränkisch Eisenberg vermarkten, obwohl er nicht vom Eisenberg kommt. Na, nona nicht, werden die Leute in der Ebene, das, was es leichter arbeiten, nicht lieber dort auspflanzen und bearbeiten, die Weingärten. Ne? DRC ist eine lateinische Abkürzung von Districtus Austria Controllatus, aber ist ein Hilfsbegriff. Es sagt aus, dass die typischen Weine eines Gebietes
im Vordergrund des Marketings stehen. Nicht die Rebsorte allein, nicht nur grüner Veltliner, sondern immer das in Verbindung mit dem Gebiet, wo er herkommt. Also Eisenberg zum Beispiel, das Eisenberg DRC ist ja größer als der Eisenberg. Die klassische Lage Eisenberg, wo die Weine ja wirklich diesen Eisen-Touch haben bei, in den Blaufränkischen, ist kleiner als Eisenberg DRC. Also da sind auch andere Böden dabei, wo alte Eisenberg-Winzer zum Teil sagen, das ist gar kein Eisenberg. Für mich ist Eisenberg keine Lage. Also ist nicht der Eisenberg selbst. Früher hieß das ganze Weinbaugebiet Eisenberg und auf das habe ich mich berufen. Ich war ein sehr großer Promoter der Idee, pars pro toto das ganze Südburgenland mit Eisenberg zu vermarkten, sofern es sich um den Blaufränkisch handelt. Ich möchte vorausschicken, dass ich grundsätzlich die DRC-Regelung schon für gut befinde. Nur hätte man sich dann viel intensiver damit auseinandersetzen müssen und dann echte Reformen da machen. Nicht? Wir haben gewisse Punkte, abgesehen davon, dass eben Eisenberg verwendet wird für die ganze Region, ganz, ganz wesentliche Dinge auch, wie zum Beispiel, dass man in der Reservekategorie Weine aufbessern darf oder entsäuern darf. Da geht es auf der einen Seite ganz klar um Herkunftsprofil und dann darf man aber so viel eingreifen in diesen Eisenberg DRC Reservewein, dass er eigentlich nicht mehr Eisenberg-typisch ist. Also das ist für mich der größere Widerspruch da in der ganzen Regelung. Theoretisch wäre es so, wenn ich am Eisenberg einen Wein mache, der nicht den DRC-Kriterien entspricht, darf ich ihn nicht Eisenberg nennen. Das aber wenn ich richtig. Im Filetstück vom Eisenberg meine Parzelle habe. Das ist richtig. Du würdest ja auch nicht in Chablis, wenn du keinen Chardonnay pflanzt, sondern einen Pinot Noir pflanzt oder einen Cabernet Sauvignon, dann darfst du ihn auch nicht Chablis nennen. Denn das würde ja beim Konsumenten die Vorstellung von dem Produkt stören. Nicht, der Eisenberg soll ja ein Blaufränkisch sein. Eins der Instrumente in der österreichischen Weinmarketing oder überhaupt im österreichischen Weinbau der letzten Jahre ist das DRC, also die sozusagen kontrollierte Gebiete mit einem quasi vordefinierten Geschmacksgrundtypus. Mhm. Ist das nützlich für Sie? Ich glaube, DRC ist vielleicht an mehr durchgedachte Struktur, wie das österreichische Regelwerk funktionieren sollte für die Winzer. Und für die Winzer ist das vielleicht ein guter Guideline, wie die Weine produzieren sollte. Wir haben jetzt auch diese Reserveweine, was dazugekommen sind, was ich wirklich ganz toll finde. Und wenn wir zum Beispiel hier diese Flasche nehmen, was ich als brillantes Beispiel finde von ein DRC, das ist Jalitz Eisenberg Reserve mit der Lage Zappare. Und das ist so ein witziger Wein, weil das ist der bestverkaufte Wein, was wir haben von Jalitz. Der verkauft sich viel besser als der günstigere Zweigelt und der günstigere Blaufränkisch. Die Leute wollen diesen Wein, weil das so ganz Besonderes ist. Jetzt, wenn wir am berühmten Boden des Eisenberges eine Biopsie praktisch vornehmen. Na, geht gar nicht so leicht. Nicht da? Da ist schon der erste Stein. Hat der Eisenberg was mit Eisen zu tun? Ist das da, rostet da der Stein? Ja, ganz genau. Es ist im gesamten Boden hier, in dem tonigen Lehm, eben Eisen drinnen. Und das führt auch. Und das ist praktisch das Terroirgestein. Ja, das ist ein Tonschiefer. Naja, das wird jetzt nicht so gut schmecken wie das Glasl vorher. Das Glasl war besser. Aber man weiß schon nie. Genau. Wenn ja, hätte ich jetzt da Geld sparen können. Nimm mir einen Sackel Steiner mit haben und die halten ja lang, bis die zusammengelutscht sind. Aber nein. Kannst du den Doppler daheim noch ein bisschen auffrischen? Das heißt, die Humusauflage ist sehr dünn. Ist extrem gering. Ne? Wir haben Bodenproben machen lassen da. Da war oft nach 80 cm schon der pure Felsen da. Da unten knirscht es dann schon zunehmend. Das heißt, wenn die Katze stirbt, begrabst du das auch woanders. Ja, das muss schneller gehen, ja. Keine Frage. Der Boden, auf dem ich da stehe,
Das ist recht sandig, oder? Ja, das ist Schwemmsand vom See und wir sind hier mitten im Nationalpark. Und wir sind da links vor uns, ist der Neusiedlersee. Und der See war ja früher viel größer und hat sich ganz langsam zurückgezogen. Und damit ist diese sandige Schicht hier in Seenähe. Und eine unserer Lagen ist praktisch komplett sandig mit ein bisschen Schotteranteil. Wie tief geht das runter? Ich habe heute schon am Eisenberg Erde umgestochen, das war etwas schwieriger. Also das kommt immer darauf an, wo man gerade ist, weil darunter ist es an und für sich hügelig. Also es geht von 50, 60 cm bis 2 Meter, 3 Meter sandiger Boden. Und Sand ist ein orthodoxer Boden für Wein, weil sonst denkt man immer, also Lehm denkt man immer gleich und halt Schotter und Urgestein und diese Dinge, aber Sand steht ja selten drauf. Also bevor Weinbau hier in der Region oder hier in Ilmitz eigentlich die vorherrschende Einkunftsquelle war, hat man eigentlich immer gesagt, wie die ganzen Mischwirtschaften hier noch waren, in Ilmitz wächst eigentlich nichts. Weil auf sandigen Boden, was baut man da an? Da tut man es relativ schwer. Dann ist man im Weinbau gekommen und für die Reben ist karger, sandiger Boden eigentlich sehr gut. Und der Seewinkel hier oder die ganze Nähe des Neusiedlersees begünstigt offensichtlich den Süßwein. Wieso? Also wir hier in Ilmitz haben ein ganz spezielles Mikroklima. Wir haben einerseits den Neusiedlersee, der einer der größten Steppenseen ist, die es überhaupt gibt. Und dann haben wir noch riesige Wiesenflächen, die etwas tiefer liegen und die auch noch voller Feuchtigkeit und sehr viel Wasser in sich tragen. Und damit haben wir eine ganz enorme Luftfeuchtigkeit. Und das begünstigt natürlich das Wachstum des Botrytis-Pilzes, des Edelschimmelpilzes. Den müssen wir jetzt erklären. Was genau tut dieser Pilz mit dem? Muss man das vorstellen, dass du auf der Weintraube wie beim Camembert, dass sich der ein weißes Mantel zulegt und das verändert den Geschmack? Oder? So ungefähr eigentlich. Also der Botrytis-Pilz setzt sich auf die Schale, ach, wenn man sich die Traube. Ja, bitte. Was abnehmen? Ja, das kostet man dann nachher gleich. Also wenn man sich die Traube vorstellt, der Botrytis-Pilz setzt sich auf die Schale, zerstört die Schale und damit kann der Wasseranteil in der Traube verdunsten und der konzentrierte, flüssige, natürliche Zucker bleibt drinnen. Und gibt aber schon einen gewissen Geschmack auch dazu. Es konzentriert gewisse Geschmackselemente in der Beere, die sowieso da sind. Und diese gewisse Würze hinten raus, das gibt die Botrytis eigentlich extra noch. Und das macht den Wein wunderschön harmonisch. Und es heißt ja nicht umsonst Edelschimmelpilz. Das ist die edelste Form der Konzentration im Weinbau. Aber der Pilz hat keinen Eigengeschmack, oder doch? Weil, sagen wir, Botrytis-Ton ist ja etwas, was in der Degustationssprache immer wieder vorkommt. Es kommt sehr oft vor. Bei unseren Weinen wird man diesen Botrytis-Ton vergeblich suchen, weil Botrytis eigentlich einen neutralen Geschmack hat. Und diesen Schimmelton, den man oft hat, das ist nicht Botrytis. Entweder abgestorbene Botrytis, ausgewaschene Botrytis oder eben ein anderer Pilz. Unsere Weine sind immer ganz klar strukturiert, haben eine klare Frucht. Das heißt, wenn ein anderer Pilz sich einnistet, dann wird das bei euch nicht verarbeitet? Oder nein, das kommt wird alles aussortiert. Wird also gebrannt? Oder? Nein, wird weggeschmissen. Wird weggeschmissen. Ja, ist leider unbrauchbar. Tut manchmal auch weh. Diese malerisch verwilderte Gstätten da drüben, ist es das, was man meint, wenn man von naturnahem Wein spricht, dass da die Natur ganz nah am Weingarten dran biegt? Naturnahen Ribiselwein, ne? Das ist leider ein Anblick, den man nicht so gerne sieht und der auch gar nicht sein sollte, aber da war mal ein Weingarten früher. Auch wenn ich da jetzt reinstapf, finde ich, noch einen Stock, oder ist das? Ist gut möglich, aber du wirst kaum mehr einen Weg machen können. Das sind so viele Dornen und wildes Wildgewuchs, dass man, ja. Fürs Auge, fürs Städterauge, sage ich, jö, das ist eine richtige Natur. Für mich als Winzer ist es natürlich nicht sehr angenehm, nicht? Weil wenn du daneben frisch bepflanzt und da drinnen ist natürlich jede Menge Wild auch, das dann halt mit großer Freude über die frisch gepflanzten Reben
herfällt. Also in der Kulturlandschaft, mitten in den Reben, gehört sowas eigentlich verboten. Ne? Gibt es auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, Blattkrankheiten, irgendwelche Parasitenprobleme oder sowas? Na, die Reblaus vor allem. Nicht? Die kommt durch wohl. Solche verwahrloste alte Weingärten und so, findet da das optimale Umfeld, um sich wieder zu vermehren. Nicht? Das heißt, die Reblaus ist nicht ausgerottet, nein, wie die schwarze nicht. Pest, nein, sondern nicht. Die sitzt und wartet auf ihre Chance. Ja. Ein Szenario, das wir aus vielen Superhelden- und Actionfilmen kennen. Eine Labortür, dahinter das Böse. In diesem Fall ist es Phylloxera, sehr guter Superschurkenname. Und das ist, Frau Doktor? Die Reblaus. Was genau ist eigentlich die Reblaus und warum ist sie so wahnsinnig unbeliebt? Die Reblaus ist ein Insekt, eine Zwerglaus, die sich hauptsächlich an den Wurzeln der Rebe breit macht und wohlfühlt. Die können wir hier aber nicht anschauen, weil sie an den Wurzeln genau. sitzt. Die hier sitzen an den Blättern, weil man sie da genauso gut erhalten und vermehren ja. kann. Aber wir haben sie auch in Wurzeln, aber wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen einen. Sagen Sie mir doch so einen Teufel. Ja. Ja. Die Reblaus setzt sich halt fest und verlässt diesen Ort nicht mehr ihr ganzes Leben lang, weil die wird dann so fett und schwer, die Füße tragen sie nicht mehr, ihre sechs. Unsympathisch eigentlich. Wieso? Ja. Die fühlt sich wohl. Ja. Cecile, ja, und hat ziemlich viel Arbeit, die Rebe als solche zu modifizieren, manipulieren, dass sie kriegt, was sie braucht. Das heißt, sie steuert die Rebe um, dass sie sehr viel Zucker in die Wurzeln geliefert bekommt. Ja. Und da partizipiert sie dann die ganze Zeit. Hat das jetzt, wenn wir sagen, okay, es gibt so latente Reblauspopulationen, wenn der Zucker in die Wurzel geht, man würde ihn doch eigentlich in den Trauben haben. Ja. Und ist ja auch kein beliebig verfügbares kein beliebig verfügbarer Stoff, der muss ja erst einmal photosynthetisiert werden. Sollte man meinen. Ja. Ja. Also wir haben, das war die große Sorge, dass man sagt, wenn die Rebläuse massenhaft Zucker ansaugen, was sie tun, insbesondere wenn es so viele sind, dann geht es oben verloren in der Frucht oder auch in den Trieben oder nachher für die Frostresistenz. Aber was wir sehen, zumindest am Anfang, ist es so, dass die Rebe das kompensiert. Sie wird aktiver, sie produziert mehr Zucker, um die unterschiedlichen Quellen zu versorgen. Ja, wir haben dann Blaufränkischstock. Ja. Ca. 25 Jahre alt. Bezogen auf die Arbeit im Weingarten kann man sagen, das ist meine Erfahrung, dass ein alter Rebstock einfach in allen Richtungen belastbarer ist. Das heißt, wenn ich sehr, sehr trockene Jahre habe, aufgrund der tiefen Wurzelungen, hält er sich dann halt seine Nährstoffe in die Feuchtigkeit vom tieferen Boden. Und eine junge Rebe, wenn da ein heißes, trockenes Jahr ist, dann kann es schon sein, dass die eben vertrocknet. Ja. Wir bewässern nicht. Das ist für mich eine ganz wichtige, grundlegende Einstellung oder von meiner Philosophie her. Der Rebstock muss sich so plagen und wenn er das schafft, sich da durchzukämpfen, dann bringt er auch gute Qualität. Wenn er das nicht schafft, dann wird er halt natürlich aussortiert. Ne? Sie werden mir nicht glauben, wo ich jetzt bin. Da drin ist die älteste Weinrebe Österreich, sicher eine der ältesten, die es überhaupt gibt, ist erst unlängst entdeckt worden, an die 400 Jahre alt und noch dazu ein Elternteil des grünen Veltliner. Da kommt viel zusammen. Nachdem sie entdeckt wurde, hat irgendein blödes Arschloch, Sie entschuldigen bitte, ein Kettensägen- oder Sägenattentat auf diese 400-jährige Pflanze unternommen. Warum, weiß man nicht.
Es gab 300 vor Christus schon einen Vollidioten, der den Artemis-Tempel in Ephesus anzünden hat, damit sein Name im Gedächtnis bleibt. Ich weiß den Namen, leider. Ich sage ihm jetzt nicht, damit sie das nicht weiter verbreitet. Diese Attentäter haben sich gar nicht zu Wort gemeldet. Vielleicht waren es einfach Psoffen, womit auch über die Schattenseite des Weins etwas gesagt wäre. Und jetzt schauen wir uns die Rebe an. Im Winter 2011, 2012 kommt mein Vater total aufgelöst heim und hat gesagt, stell dir vor, das Gebüsch und auch die Rebe ist ein bisschen zerstückelt gewesen. Es ist dann natürlich sofort die Hölle losgegangen bei der Anzeige nach der Polizei. 3 Minuten später war alles da, Fernsehen, und wir sind bis zur New York Times Online-Ausgabe Titelseite gewesen. Und die Polizei hat dann natürlich zu ermitteln versucht. War es ein Rebenhasser? Nein, auf jeden Fall hat er einen festen Boscher, der was das gemacht hat. Nicht? Woher weiß man, wie alt die ist und wie alt ist sie? Ja, man weiß da eigentlich im Prinzip gar nichts so hundertprozentig genau. Die Rebe ist mehrfach angestorben und wieder austrieben aus dem alten Stock. Das im Kataster 1580 war diese Riede kein Weingarten mehr, obwohl einige Reben da anscheinend überlebt haben, weil die Viehhirten haben dann immer gesagt, dass diese Trauben, die sie da genascht haben, so geschmackig waren. Und zu mir hat auch im Anfang der 80er Jahre noch einer gesagt, ich soll mir das unbedingt anschauen, weil die waren derartig aromatisch, wie er später nie mehr Trauben irgendwo gegessen hat. Ich habe dann immer geglaubt, okay, die Reblaus hat ja sowieso alles zerstört, was brauchst du weitermachen? Und so um 2000 ist es dann wieder entdeckt worden. Unser Rebgenetiker hat dann neue Genanalysen entwickelt, Genorte entwickelt und hat so, ich glaube, zu 94% oder 96% feststellen können, dass diese Pflanze im Prinzip diese Genetik hat, die die Mutter des grünen Veltliner ist. Dieses spektakulär ausschauende Lara Croft-Werkzeug, was ist das? Das ist eine elektrische Bindezange. Die hat dann so eine Schnur drin, die angeblich binnen einem Jahr verwittert, was sie nicht macht, was beim Rausziehen besonders toll ist, weil sie doch recht gut haltet. Und mit der werden jetzt die einzelnen Triebe niedergebunden. Und das ist aber heuer schwierig, weil... Das ist heuer besonders schwierig, weil all diese Stellen, wo sich da so auflöst, das sind lauter Hageleinschläge. Das ist auch die Ursache, wieso heuer die Triebe extrem, also erstens mal katastrophal zu schneiden waren und auch sehr schwierig zu binden sind, weil sie sehr schnell abbrechen. Und das wird sich auf der Langstrecke wie auswirken, vermutlich? Indem es heuer noch weniger Wein geben wird als voriges Jahr. Das ist traurig. Das Zurückschneiden, das Binden ist warum nötig und in welcher Form? Also der Stock an sich würde sich natürlich wünschen, einfach wahllos vor sich hinzuwachsen. Was für uns problematisch ist, weil wir dann einfach keine gescheite Traubenqualität zusammenkriegen. Aus diesem Grund schneiden wir die Stöcke auf ein oder zwei Strecker. Da haben wir einen Reservezapfen und dann das zweijährige Holz, wo jetzt die Augen schon langsam aufmachen. Das sieht man, da ist schon Knospen schwellen, aufgrund des doch sehr, sehr warmen Frühlingswetters. Da sieht man auch schon, genau, dass er jetzt wirklich schon Flüssigkeit aufnimmt. Ja. Hier siehst du ein Auge nach oben, da eins nach unten, dann nach ein nach oben. Und es wachsen welche nach oben und welche nach unten. Meine Art zu arbeiten ist es, alle nach unten auszubrechen. Und dann setze ich auf die, die nach oben wachsen. Und die sollten dann im Idealfall im Drahtrahmen nach oben wachsen. Und da gibt es halt immer wieder so diverse Arbeitsschritte, wo man sie in diesen Draht hineinbittet. Ja, hineinbittet. Ja. Wie aufmerksam, wie höflich. Wir haben, weil es blaufränkisch ist, die Rebsorte, einen langen Bogen geschnitten. Warum nur einen? Also das ist eigentlich schon die erste Ertragsreduzierung. Ja. Ja, das ist die Erziehungsform, die ich bevorzuge, wenn ich auf Qualität erziehe. Nicht? Man könnte natürlich auf zwei solche Bögen, manche schaffen sogar auf 3 oder 4, das ist dann ganz kurios zum Ansehen. Und das ist dann eine Ausbeutung. Und man kann sich vorstellen, wenn halt da viermal so viel an Menge draufhängt, dass das dann auch in Wirklichkeit nicht wirklich gut sein kann. Weil das kann nicht ausreifen, das wird nicht süß. Also ist es übertrieben zu sagen, das ist wie aufgespritzt? Ja, genau. Achtel auf eine halbe?
Ja, auf ein Freibad. Dieser Trieb hier ist vom Hagel eben sehr verletzt. Da sieht man geradezu diese wie Einschusslöcher. Ja. Also und das da ist halt schon, siehst du, da geht schon das, eigentlich die Schutzhülle rum, runter. Das ist dann die Frage, ob die Saftbahn überhaupt noch funktioniert. Ja, also es ist natürlich nicht gesagt. Man kann einen Test machen, man kann am Anfang des Jahres beim Rebschnitt einfach Triebe nehmen und die einfach ins Wasser stellen. Ja. Und dann sieht man ja, wenn viele Augen auslassen, dann ist es tendenziell so, dass es im gesamten Weingarten so sein wird. Aber das zahlt sich hier doch noch aus, zu hoffen. Definitiv. Und was wirklich erstaunlich ist, diese Stöcke wollen wachsen. Ich möchte es nur kurz, wenn das die Mama aller grünen Veltlines kurz um Schweigen bitten und eine Gedenkminute einlegen. Danke, Tashi. Na, sie hat schon einiges bewirkt, der grüne Veltlines. Ja.